Willkommen in meinem Küchenstudio. Heute gibt es zur Abwechslung mal keinen Kanon, sondern ein Lied. Und ich will kurz etwas über die Entstehung dieses Liedes erzählen. Wir machten mit unseren beiden ältesten Enkeltöchtern einen Urlaub in der fränkischen Schweiz. Dort gibt es die Burg Rabenstein. Da gibt es eine Greifvogelschau, die sehr interessant ist, und einen Rundweg um diese Burg. Den wollten wir dann auch gehen. Aber unsere damals etwa 12 Jahre alte älteste Enkeltochter meinte schon nach 100 Metern, geht das hier immer so rauf und runter? Müssen wir den ganzen Weg gehen? Gibt es nicht unterwegs irgendwas, wo wir umkehren können? Bis meine Frau gesagt hat, nun hör endlich auf mit dem pubertären Gequatsche. Da wollte sie wissen, was das denn sei, pubertäres Gequatsche und Pubertät und sowas. Naja, und dann fing meine Frau an zu erklären und dann wollten sie alles Mögliche wissen. Und ehe wir es uns versahen, hatten wir den Rundweg von ungefähr 5 Kilometern bewältigt. Am Ende sagte Marie dann, aber Opa, alte Leute sind auch manchmal ganz schön komisch. Gibt es sowas wie eine Alterspubertät? Und noch am gleichen Tag ist dieses Lied von der Alterspubertät entstanden. Wenn eine über 70 dauert, in den Spiegel schaut, über ihre Falten jammert und die schlaff gewordene Haut, und dann meint, sie bräuchte dringend eine Hautstraffungsdiät, dann ist das ein klarer Fall von Alterspubertät. Wenn eine über 70 ihre Haare rotblond höhnt, in der Meinung, dass die Farbe sie dann jugendlich verschönt, wenn sie wegen eines Liftings auch noch zum Chirurgen geht, dann ist das ein klarer Fall von Alterspubertät. Ist einer über 70 schon beim Aufstehen schlecht gelaunt, so dass er selbst ausgewachsene Pessimisten sehr erstaunt, ist er nach dem Frühstück weiter grundlos so total verdreht, dann ist das ein klarer Fall von Alterspubertät. Hat eine über 70 keinen Sinn mehr für Humor, kommt ihr alles jederzeit und überall ganz albern vor, legt sie immer allergrößten Wert auf Seriosität, dann ist das ein klarer Fall von Alterspubertät. Sieht einer über 70 alles nur noch grau in grau, ärgert sich noch über dies und jenes immer grün und blau, macht ein riesiges Gesicht und nörgelt krumm von früh bis spät, dann ist das ein klarer Fall von Alterspubertät. Hat eine über 70 ständig den genervten Blick, nur dass andere schon meinen, ach, die Ärmste hat einen Tick, wundert sie sich obendrein, doch dass ihr nicht so recht gerät, dann ist das ein klarer Fall von Alterspubertät. Wenn einer über 70 sich ein bisschen blöd benimmt, nimmt sich übel, denn der Ärmste ist sowas wie fremdbestimmt, ist ein Opfer der Hormone, wo er geht und wo er steht, und wird so zu einem Fall von Alterspubertät. So, dass alle Alten die Alterspubertät überwunden haben, hoffe ich. Macht's gut, genießt den Tag und freut euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.